So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gosokun Wildlands. Ja, dann wir versuchen es einfach nochmal. Okay, entgehen oder rennen Sie auf die Kante und drücken Sie den. Ja, habe ich gemacht. Halten Sie, ne, um langsam oder drücken Sie, ja. Ja. Na dann. Glaubst du wirklich, wir können dem Typen trauen? Griffin wirkt für ihn. Griffin springt auch nicht in einer Unidad-Basis ab. Manchmal muss man einfach Vertrauen haben. In Gott, meinst du? Und Griffin. Oh, hallo. Ja, keine Ahnung. Das ist ein Betankungsplan für einen Versorgungsflug. In Kürze startet ein Transportflugzeug von einer Piste in der Nähe. Wir könnten das Flugzeug selbst nehmen. Bis zu einem Flugplatz fliegen und den Rebellen übergeben. Gut für die, gut für uns, schlecht fürs Kartell. Ja, das Kartell ist treiben sich Gegner rum. Sowieso schon over. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Ein Heli, los, runter. Nee, ist mir jetzt egal. Wieso hat es jetzt geklappt? Hat's ja geklappt. Oh. Sind drin. Verhaltet euch unauffällig, wir dürfen nicht entdeckt werden. Wieso sollten wir da jetzt reinfliegen? Ich meine, der hat schon alles getötet hier. Schön, dass ihr es geschafft habt. Wir kennen unseren Job. Mittlerweile hat die Unidad die Ladung im Hubschrauber und wartet nur noch darauf, sie von hier wegzuschaffen. Warum haben sie sich den Vogel nicht einfach geschnappt? So einfach ist das nicht. Die schreiben hier Sicherheit groß. Das Cockpit ist abgeriegelt. Und nur der Pilot kennt den Code. Also schnappen wir uns seinen Code. Warum sind wir nochmal hier? Das hätte unser Heißsporn doch allein regeln können. Der Code ändert sich täglich. Woher sollte ich wissen, wann ihr Relikte hier auftaucht? Mit dem Code hätten sie jederzeit rausfliegen können, Kleiner, oder? Nun, nicht jeder weiß, wie man so ein Ding fliegt. Scheiße! Na gut, dann. Wow, was zur Hölle ist das? Mein optischer Tarnanzug. Reaktive Tarnung? Seit wann? Das ist nur ein Prototyp von Skelltech. Ich soll ihn im Einsatz ausprobieren. Merken Sie mich auch für einen vor. Irgendwann vielleicht. In deiner Welt vielleicht. Augen auf, Vollpfosten, da kommt jemand! Bisschen leiser vielleicht?
Die Drohne ist oben. Die Drohne ist hin. Die haben einen Jammer. Gegner im Anmarsch! Seht mal da. Waffenkiste. Ja, außerhalb. Was ist das denn? Du hast einen am Haken? Wollte ich schon immer haben. Lol. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Gefahr im Verzug! Gefahr im Verzug! Leutnant markiert. Was ist denn bei dem schief? Bisschen aufgeregt, der Gute. Die Technologie, der Technologie-Riese Scale Technology hat seinen Einflussbereich scheinbar nach Bolivien ausgeweitet und seinen Überwachungsdrohnen an Unidad zu vermarkten. So. Also hier ist er nicht drin. Und das macht 3. Markier die halt, du Idiot. Der will die echt nicht markieren. Unidad Heli, unten bleiben. Die haben Alarm eingerichtet. Hab den Alarm ausgeschaltet. Es gibt Alarm. Er schaut gar nicht zu mir. Scharfschütze im Turm. Hab einen Unidad-Soldaten. Da, beim Container. Gegner im Anmarsch! Kannst du mal leise sein? Du brüllst mir das die ganze Zeit so krass ins Ohr. Ja, es sei denn, wir bleiben laut. Wo ist der Pilot? Vor allen Dingen, wo ist der Jammer? Wenn wir den platt machen?
Jo, sehe einen Soldaten. Dicht beim Lagereingang. Da ist der Pilot. Werden Sie aufgescheucht. Du hast einen am Haken? Hab einen Unidad-Soldat dicht beim Lagereingang. Wir wollen den Heli. Gib mir den Code. Sturita! Ihr bist jetzt! Hoffentlich kannst du Englisch, oder wir haben ein Problem. Da, sicher. Ich spreche Ihre Sprache. Ich verrate den Code. Ich spreche doch Russisch. Ich hätte ihn verhören können. Du hättest gar nicht grob werden müssen. Wir haben, was wir brauchen. Kümmern Sie sich um den Hubschrauber. Ich markiere euch den Bereich. Dokument erhalten. Die Unidad scheint mit einer extremistischen Organisation aus Russland zusammenzuarbeiten. Der Hubschrauberpilot, der für die Uranlieferung zuständig war, trug dieses Abzeichen auf seiner Uniform. Weitere Untersuchungen sind nötig. Wisst ihr, Leute, sobald wir in der Luft sind, bricht hier die Hölle los. Aber wir haben das Uran. Die schießen doch nicht auf uns, oder? Ich würde nicht meinen Arsch drauf verwetten. Auf keinen Fall. Das wäre Wahnsinn. Uns gehen zu lassen wäre Wahnsinn. Die beseitigen lieber die Beweise, als unsere Ladung zu riskieren. Das sind ein paar Leute. Augen auf, Vollpfosten, da kommt jemand! Wer ist hier ein Vollpfosten, du Idiot? Ah, oh, was für ein Noob. Wie lustig der das sagt. So, ja, das ist. Der Flugabwehr. Ich sehe zwei Schützen. Die ballern uns vom Himmel. Wir sollten die Generatoren lahmlegen. Hab noch einen, macht fünf. Hier sind Soldaten im Doppelpistol. Niemand. Dicht beim Parkplatz. Kann ich das einfach ausschalten oder muss ich das... zerstören? Ich muss das zerstören, ne? Granate kommt. Come mierda, culeros. Oh shit! Bin getroffen! Oh nein. Die Explosion hat sie aufgescheucht. Wäre auch komisch, wenn nicht, ne? Sehe einen Geschützturm. Ich sehe zwei Unidad-Schützen. Beim Helipad. Da. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Gefahr im Verzug! Gefahr im Verzug! Oh, der süße Kleine.
Wieso ist der so, so ein Schiss? Auf den Pfosten, da kommt jemand! Wieso ist der eigentlich so schreckhaft? Der ist unsichtbar. Du hast einen am Haken? Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Okay, nichts passiert. Ich mach das, ich fliege. Hier wimmelt es überall von Luftabwehr, die euch vom Himmel holt. Da kommt man nur durch, wenn man tief fliegt. Durch den Canyon dort. Glaubt ihr, ihr schafft das? Wenn die uns erfassen, sind wir erledigt. Ohne identifiziertes Flugzeug. Sie sind nicht für diesen Sektor freigegeben. Identifizieren Sie sich. Mist! Die sind überall! Ist es zu früh für, habe ich doch gesagt? Wir müssen irgendwas antworten. Und was? Sagt denen, wir liefern Pizza! Das ist nicht Hollywood, Schwachkopf. Dieses Mistteil hält nicht mehr lange durch. Fuck. Ah. Ich habe Gas und Sinken vertauscht. Dammit. Ja, Mann. Na gut. Dann nochmal. Dann einfach nochmal. Feind markiert. Hab ein drittes Ziel. Ah, wir sind wieder hier. Hier sind Soldaten im Doppelpack. Da drüben, neben dem Container. Okay, aufatmen. Granate fliegt. Jetzt sind sie wach. Hättest du es ihnen noch leichter machen können? Hä? Hä? Ah, warum? Ich habe das vorhin auch zerstört. Oder musste ich zerstören? Das ist seltsam. Seltsam. So, ah, okay, ich weiß. Weil ich, ja, ich weiß, weil ich nämlich nicht, weil ich da nicht hingegangen bin, sondern das zuerst platt gemacht habe. Und die hätte wahrscheinlich noch sagen müssen, so, ja, wir müssen das zerstören. Und dann so, ach so, ich muss das zerstören. Ah, das war das Falsche.
Ah, die Musik ist cool. Sehe eine Gruppe von Soldaten beim Helipad. Also soll ich den. Ja, okay, dann stelle ich den. Leute, sobald wir in der Luft sind, bricht hier die Hölle los. Aber wir haben das Uran. Die schießen doch nicht auf uns, oder? Ich würde nicht meinen Arsch drauf verwetten. Auf keinen Fall. Das wäre Wahnsinn. Uns gehen zu lassen wäre Wahnsinn. Die beseitigen lieber die Beweise, als unsere Ladung zu riskieren. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Warum hast du nicht gleich ein Signal abgefeuert? Das ist doch scheiße. Oh Gott. Gut, da machen wir es nochmal. Stimmt, wo ist denn der Generator? Drohne fliegt. Sehe ein Luftabwehrsystem. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Noch ein dritter. Ich sehe ein wichtiges Ziel. Hier ist Ziel Nummer 5. Egal. Ja, die Musik, ne? Na gut, dann wollen wir mal nochmal probieren. Wisst ihr Leute, sobald wir in der Luft sind, bricht hier die Hölle los. Aber wir haben das Uran. Die schießen doch nicht auf uns, oder? Ich würde nicht meinen Arsch drauf verwetten. Auf keinen Fall. Das wäre Wahnsinn.
Uns gehen zu lassen wäre Wahnsinn. Die beseitigen lieber die Beweise, als unsere Ladung zu riskieren. Na dann. Ich fliege. Hier wimmelt es überall von Luftabwehr, die euch vom Himmel holt. Da finden wir es raus. Das war gut. So, jetzt vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Okay, auf den Einsatz konzentrieren. Unidentifiziertes Flugzeug. Sie sind nicht für diesen Sektor freigegeben. Identifizieren Sie sich. Mist, die sind überall. Ist das zu früh für, habe ich doch gesagt? Wir müssen irgendwas antworten. Und was? Sag denen, wir liefern Pizza. Das ist nicht Hollywood, Schwachkopf. Unidentifiziertes Flugzeug. Antworten Sie. Wie, er hat es doch gesagt, also, come on, das ist seine Quest hier. Wir helfen ihm. Weißt du, ich habe Griffin gesagt, ich finde raus, wie man das Ding fliegt. Ich habe einen Flugschein. Aber nicht für Helis? Wie schwer kann das sein? Griffin hat den richtigen ausgesucht. Ja, und zwar uns. Ich glaube, den schweren Part haben wir noch gar nicht hinter uns. Wir haben die halbe Unidad gerufen, um uns aufzuhalten. Nur das Übliche, Kleiner. Festhalten. Es wird ungemütlich. Der Hubschrauber ist der Beweis für das, was die Russen planen. Er darf nicht zerstört werden. Außerdem wollen wir nicht halb Bolivien verstrahlen. Oder uns. Schalten wir diese Hubschrauber aus. Alter. Was ist das für eine Quest? Boah. Okay. Nächstes Mal geht's weiter. Oh Mann. Genau, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, nächstes Mal machen wir es in einen Rutsch. Bis dann.